The tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. Finde eine Alternativroute. Das da unten sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, hier kommen wir auch ohne Rauchbombe durch, das ist schön. Was haben wir denn hier Spannendes? Ach, und jetzt muss ich zu dem Hebel hin. Ach du Schande. Ich hoffe nicht auf Zeit. Nee, sieht nicht so aus. Schön. Wenn das alles ist. Gut, ich glaube, die Alternativrunde wird uns, die Alternativroute wird uns tüchtig auf Abwege bringen hier. Na gut. Ich wechsle mal wieder. Das war die falsche Taste. Ich wechsle mal wieder auf die Bambuspfeile. Und werde mal ganz kurz hier für Ablenkung sorgen. So, er hat sich jetzt nach links gewandt, oder? This light should be out. What happened to the light? Okay, die sind zu zweit dort. That's weird. Huh? Shit, der hat mich gesehen. Nothing. Okay, ich hoffe doch, dass das jetzt abgehakt ist. Sieht so aus. Ich glaube, es hat sich für ihn erledigt. Na gut. Schön, dass sie so ein kurzes Sichtfeld haben. Ah, wie komme ich denn an dem vorbei jetzt? Das ist natürlich doof. I just heard something. Checking it out. Okay, wie machen wir das denn? Oh shit, nicht der Hund! Nicht der Hund! It's clear. Scheiße! Du siehst mich nicht, du riechst mich nicht. Geh woanders hin. Ich bin gar nicht da. Lass dich doch nicht stören, mein Kleiner. Fuck! Ah, komm. Bringt mich um. Was soll's? Oh, wie soll ich denn da durchkommen am besten? Das könnte echt schwierig werden. Puh, ne, die Lampen muss ich ja erstmal ausschalten, theoretisch, ne? Wie agieren wir denn hier am besten? Hold on, do you hear something? Ohne zu töten durchkommen wollen. Es muss ja gehen. Es muss definitiv gehen. Denn es gibt in jedem Level ja einen Bonus dafür. So. Nothing. Aber ich pass mal lieber auf hier mit dem Licht. Okay, das hätten wir schon mal wieder. Aber was mache ich mit dem? Das ist ja Mist. Ah, shit. Vielleicht mit der Rauchbombe? Ach, ich habe keine... Doch, ich habe noch Rauchbomben. Okay. Na, schauen wir mal. Erstmal wieder das Ding rübergehen lassen. So, scheiße, jetzt kommt der Hund wieder. Ah! Dieses Vieh! Mist. I'm sure there's nothing here. Oh man, the light broke. Leucht nicht so zu mir rüber, Kollege. Ich muss hier mal hoch und so. Na geht doch. Set a target over here. Okay. Ich mache aber mal ganz kurz hier aus. So, hat noch nicht mal jemand mitgekriegt. Das ist schön. Gut. So weit, so gut. Nein! Oh, komm, töte mich. Ach scheiße, ich glaube, ich hatte gar keinen Alarm ausgelöst, ne? Was? Oh, ich bin schon durch, das ist ja interessant. So, na gut, das Ding erwischen wir ja von hier aus.
Und das auf der anderen... Scheiße. Das auf der anderen Seite können wir theoretisch auch erwischen. So. Kann ich nicht gleich hier? Ach so, das geht. Na dann. Brauche ich doch gar keine komischen Sachen hier anfangen. Na, das kann ja heiter werden hier. Das kann ja heiter werden. Ich glaube, da brauche ich eine Rauchbombe. Hier wahrscheinlich genauso, oder? Very easy. Now, you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Ja gut, kann ich machen. Die Frage ist, wie komme ich rein? Das Problem ist, ich werde es nicht schaffen, dort runterzukommen, ohne zu sterben. Es sei denn, ich versuche mal, ich werde garantiert sterben dabei. Ja, es war zu erwarten. Ich dachte, dass ich vielleicht sofort unten landen kann. Ich weiß halt nicht, dass es doof ist, wenn ich jetzt die Rauchbombe direkt einsetze und es mir nichts... Oh, stimmt, das haben wir ja auch noch. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das war jetzt eigentlich bloß Zufall, dass ich das gedrückt habe. Okay, dadurch deaktiviert es gleich alle. Das ist sehr schön. There he is. Now you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Okay. Hey, eyes on target. Oh, ach, das war jetzt schon das Töten. Das war jetzt schon das Stillen. Es war gerade ein bisschen verwirrend, weil das mit der Maustaste. Da hatte ich jetzt doch gedacht, dass das vielleicht nicht das Stehlen ist, sondern das Töten. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt für einen Moment. Auch stilvoll. So. There he is. Now you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Gut. Spring mal runter bitte. Danke. So, neuer Versuch. Oh. Hey, ach komm schon, ich habe das doch gedrückt. Gut, ich habe erst die linke Maustaste gedrückt, aber das schien euch ja egal zu sein. Und dann habe ich das gedrückt, was ich sollte. Kann ich da nichts dafür, wenn der Bildschirmrand dann schon erreicht ist. So. Ach, wie einem die einfachsten Sachen auf die Füße fallen können. Wahnsinn. Now, you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Hey! Was? Hä? Ich mach doch das, was ihr wollt. Ich verstehe gerade nicht, was ihr von mir wollt, ganz ehrlich. Ich drück die rechte Maustaste und ziehe dabei nach rechts. Genau das, was da steht. Warum funktioniert's nicht? Das leuchtet mir gerade nicht ganz ein. There he is. Ja, ich weiß. You can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Hey, hey! Ach, ich muss so. Ja, toll, danke. Das war ja super. Oder wird der Alarm hier immer angeworfen? Nee, ne? Gut, dann versuche ich vielleicht mal ohne Alarm durchzukommen. Sollte doch gehen, hä? Wenn ich direkt wieder hochschnipse, ich wusste nicht, dass ich sofort wieder hoch muss. There he is. Ja. You can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him. Ah, sehr gut. Es geht. Ah, shit. Der Alarm wird immer angeworfen. Run. Wo muss ich hin? Nach rechts. So, wir machen mal hier lang. The elevator is blocking the exit. Ach nee. We need to move it out of the way. Das hast du sehr gut erkannt, meine Liebe. Bringt mir der Schalter unten denn was? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Hey, where are you? Wieso hast du mich gesehen? Wie uncool. Okay, aber da können wir den Aufzug schon aus dem Weg räumen. Es
ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich befürchtet habe, ehrlich gesagt. Nee, mach mal hier wieder Pfeile, bitte. So. Kurz hier rüber. Und einmal kurz warten, bis der Typ wieder ein bisschen abgelenkt ist. Beziehungsweise bis er wieder seine normale Route geht, bis er nicht mehr abgelenkt ist eben. So. Ach shit, der hat immer die richtige große Funzel an, ne? Das ist natürlich blöd. Die starke Funzel stört ein bisschen. Ah! So, kein Problem. Alles gut. Na gut. Damit geht's weiter nach oben für uns. Praktisch, dass gerade hier oben dann wieder ein Zugang ist. Nein, ich wollte nicht da durch. Ich wollte eigentlich schon hier nach unten. Ah! Verdammt nochmal, ich habe doch die rechte Maustaste gedrückt, dass du da rüber springen sollst. Steuerung, mach mit! Nein, nein, nein. Okay, das war jetzt meine Dummheit. Ich habe aus Versehen zweimal gedrückt. So, besser. Geht doch. Wo kommen wir denn hier hin? Ich schau mal ganz kurz. Vielleicht hilft uns das ja schon. Ah, natürlich. Hier gibt es wieder was zum Sammeln. Das wir natürlich nur ausschalten können, wenn wir noch eine Rauchbombe haben. Aber wir haben glücklicherweise. Ernsthaft? Okay, ich muss sie aber auch nicht direkt drauf werfen. Es reicht, wenn wir sie ein bisschen in die Nähe werfen. So. Machen wir den ganzen Spaß doch nochmal. Und diesmal sollten wir das noch hinkriegen, oder? Wo werfen wir die hin? Ich sag mal so hier vielleicht. A thick liquid drip. Down the silken thread that hangs. Above a pillow. Ja klar. Gedanken, die ich auch jeden Tag habe. Geht mir öfter so. Ich denke mir das ständig. Eine klebrige Flüssigkeit, die vom Kissen tropft. Da sind echte Philosophen am Werk gewesen. Hö, nicht so weit. Okay, ich gehe da vielleicht erstmal nicht so weit runter, aber es funktioniert ja. Scheiße, das wollte ich nicht. Ah, oh, ich habe meine Dinge verschwendet. Ist das ärgerlich. Okay. Fehler wieder ausgemerzt. Jetzt sind ja eigentlich noch da oben weiter. Nee, ne? Das hat gerade eben irgendwie zufälligerweise besser geklappt. So, machen wir das Ganze auch normal. Von hier aus treffen wir das dann auch wenigstens. Nein! Scheiße. Oh, ich glaube, die Hitze wird langsam schon wieder so groß, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Aber wieso bleibt er dort nicht an der Kante stehen? Auf der anderen Seite macht das doch auch. Dinge, die mir nicht einleuchten wollen. Hier drüben bleibt er ohne Probleme an der Kante stehen und schaut drüber. Dementsprechend kann ich auch werfen. Auf der linken Seite macht er das nicht. Naja, gut, was soll's. Nächste Runde. Ich riskier's lieber gar nicht mehr erst. Und bleib einfach direkt an der Kante stehen, ohne drüber zu schauen. So. Gut. Ich glaube, weiter nach unten geht's für uns nicht. Versuchen wir's doch mal hier drüben. Okay, wir können gleich oben lang. Oh, wie machen wir denn das am besten? Oh, das war nicht der Plan. Das war definitiv nicht der Plan. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ernsthaft, ich muss jetzt wieder von dort aus machen. Muss das sein? Ihr könntet mich nicht zufälligerweise einfach dort unten absetzen, nachdem ich mich jetzt schon mal hier durchgekämpft habe. Ach, warum?
Na gut, was soll's. Machen wir das Spielchen mit den Lasern eben nochmal. So, neuer Versuch. Wir ziehen uns erstmal hier rüber und dann dachte ich mir jetzt eigentlich, dass wir, sobald Hundi weg ist, dran springen. Nein! Oh Mann! Scheiße! Was hat Hundi denn jetzt für ein Problem gehabt? Naja, wer weiß. Soll mir recht sein, passiert. Machen wir den Spaß eben noch einmal. Es macht doch so viel Freude. So, mit der Zeit wird man auch ein bisschen schneller, wenn man weiß, was man machen muss. Und dann haben wir es doch auch schon. Das Einzige, was nur ein bisschen nervt, ist der Alarm, muss ich zugeben. Der geht mir gerade richtig auf den Piss. So, jetzt warte ich lieber, bis der Hund ganz weg ist. So, wenn du dann nochmal die Funzel wegnimmst, wunderbar. Dann springen wir hier nämlich unten dran und können uns ganz gemütlich von dannen machen. Okay. Soweit, so gut. Ich hoffe, es kommt kein Hund bei mir vorbei. Sieht aber momentan nicht danach aus. So, schnell nach oben, bevor hier wieder mir die Unzulänglichkeit in der Steuerung zu Verhängnis wird. Und dann betätigen wir uns erstmal als Vogeljäger am besten. So, einer ist uns entwischt. Naja gut, was soll's. Aber wir haben auch schon das Ziel erreicht. Ist das nicht schön? Geschafft. Good work. Now he can't get away from us. Na gut, ein paar Leute haben halt Verdacht geschöpft, das ließ sich jetzt nicht vermeiden. Wir hätten bei der Spielweise, die wir jetzt angestrebt haben, zumindest auf 7 von 9 kommen können. Indem wir noch die eine Rolle gefunden hätten, die mir jetzt leider entwischt ist. Die anderen beiden Siegel hätte ich ja jetzt gar nicht erfüllen können hier, weil wir ja jetzt keine Leute töten wollten. Von daher war das ja etwas schwierig gerade, würde ich sagen. Gut, und ich würde sagen, an der Stelle mache ich auch einen Cut rein und wir starten beim nächsten Mal genau hier und werden uns dann aufmachen in die nächste Mission. Was haltet ihr davon? Also macht's gut, bis dahin, haut rein und bis bald.